Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. In First Person natürlich wieder. So, was haben wir denn hier? Ah, jetzt haben wir's. Wunderbar. Wollt ihr mir hinterherlaufen oder was? Ja, ist ja das geworden. Hey, was ist los hier? Oh, wir haben ja noch die Axt am Start. Nice! So, stirb! 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 So, du bist tot. Jo, willkommen zu GTA 5 Online. Ich habe heute wieder viel vorbereitet. Eigentlich nicht. So. Gehen wir auf jeden Fall mal in die Karre rein. Gucken mal, wo ein paar PSN-Freunde sich vielleicht verschanzen. Irgendwo gibt es bestimmt ein paar Leute. Oh, ein paar lila Punkte, ein paar rote Punkte. Egal. Starten wir einfach mal. Ah, da vorne ist so ein komischer Laden. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Machen aber mal ganz gechillt. Will heute einfach keinen Stress erzeugen irgendwie. Hm, nice. Moin, moin. Will einfach keinen Stress erzeugen. Und fahren mal mit möglichen 40 Sachen. Oh Scheiße, habe ich die Bullen am Start? Oh, ich habe die Bullen am Start. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass die Bullen jetzt hier sind. Verstecken wir uns einfach mal. Oh, ein paar Leute sind rausgegangen gerade. Richtig viele. Boah, Mann, die Polizei. Kann das nicht mal schneller gehen hier? Ich glaube, ein Gewitter kommt hier auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Sowas hatte ich hier noch nie. Scheiße, Mann, die Polizei. Jawohl, wir haben die Polizei abgehängt. Jetzt können wir nämlich in den Laden reingehen und ein bisschen Geld abpressen. Kara steht schon da. Dann würde ich mal sagen, genehmigen wir uns erstmal einen Drink in First Person. So, da sind wir schon wieder. Kann man hier eigentlich einkaufen? Geht das? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Warte mal. Ah, man kann Snacks kaufen. Also jetzt blicke ich diesen Laden. Eine E-Cola, Eco-Chaser, Päckchen Redwood, also ein Päckchen Zigaretten. Die verlangen für alles Geld. Aber die Preise finde ich noch eigentlich richtig nice. Gibt's auch Alkohol zu kaufen? Kaffee? Nee, Kaffee kann man nicht kaufen. Okay, gib mir dein Geld. Schneller! Schneller! Schneller, Mann! Schneller, schneller, schneller! Okay, danke. Das tut mir wirklich leid. So, jetzt müssen wir hier abhauen. Haben wir ja dem Verkäufer einen Headshot gegeben. Das heißt, ab in das Dickicht. Da kommt die Polizei nämlich nicht rein. Hier ist nämlich richtig, ja, uneben und alles. Moin, moin! So. Okay. Ein Kopfgeld wurde von $1000 ausgesetzt. Scheiße, Mann, ist das viel. Nein! Eisenbahn. Nicht gut.
Was ist denn das für eine Scheiße? Auf der PS3 ging es richtig leicht. Fahren wir einfach auf der Eisenbahn weiter. Ich habe jetzt schon eine Idee, wie wir die Bullen ganz schnell abhängen. Ist eine ganz sichere Sache. Die Eisenbahn ist ja wirklich... Also diese Eisenbahnschienen sind also wirklich richtig toll. Da kann ich mich nämlich jetzt hier... orientieren. Da hänge ich die Bullen, Alter, ab. Das klappt gar nicht. Also richtig schnell. La 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 la. Moin moin! Haben wir sie schon abgehangen? Noch nicht ganz. Ach, Kacke. Mann, da geht ja gar nichts mehr mit der Karre, echt. Da geht nichts mehr hier. Ist da einer? Ein weißer Punkt ganz in der Nähe. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht schön aus, ne? Das ist eine Shotgun. Oh, wunderschön hier, der Lake Alamos vor uns. Wir sind aber wirklich ein Stückchen gefahren jetzt. In dieser relativ kurzen Zeit. Da unten noch Motorrad und noch die Bullen. Hier sehen wir nochmal Lake Alamos, der größte See in Los Santos mit einer gewaltigen Größe. Wenn man im Flugzeug ist, dann merkt man das ja gar nicht so richtig, wie groß dieser ganze See ist. Aber er ist wirklich gigantisch. Es ist ein riesiger See, der sich erstreckt weit von hier, also von hier bis nach darüber. Unglaublich ist es hier. Also, den könnt ihr mal von hier aus, von da hinten durchschwimmen, Alter. Seid ihr bestimmt eine halbe Stunde unterwegs nur am Schwimmen. So groß ist der. Das muss man sich mal vorstellen. So, jetzt rippe ich mir mal den LKW oder den Traktor. Na, das sieht doch cool aus, oder? Das hat doch wohl schon Landwirtschaftssimulator, finde ich. So, auf jetzt die Sachen. Egal, haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer E2Gamescom auf der PlayStation 4. Mir ist mal wieder richtig Spaß gemacht, GTA 5 zu zocken auf der PS4. Eine richtig coole Sache. Ist auf jeden Fall immer noch süchtig machend. Muss man auf jeden Fall haben. Und haut auf jeden Fall rein. Bis dann. Ciao.